uns im Biebergiesee. Wir tauchen ein in die Spiele. Hallo Freunde, Hallöchen, live von der schönsten Insel der Welt aus Zypern, Peru Place, ich bin der Peru. Ja, und ich habe ja gesagt, ich bin ein Freund der zweiten Chancen und ich werde jetzt mal dem Bausimulator eine weitere Chance einräumen, nachdem ich beim ersten Anlauf so ein bisschen dran verzweifelt bin, betreffend der Steuerung und der Kameraführung. Ja, habe ich es jetzt nochmal gewagt, ja. Ich habe mich durchgebissen durch das Tutorial. Bin einigermaßen gut durchgekommen. Ihr seht schon, wir machen das Ganze als Premiere, also als Aufzeichnung. Das kommt einfach deshalb, weil ich mich genau zu diesem Augenblick, wo du das siehst, in einer stationären Einrichtung befinde, wo ich liebevoll umhegt und gepflegt werde, um mich zu erholen von diesem Tutorial. Sobald ich wieder raus darf, werden wir das gerne auch mal live machen. Aber ja, was soll's, ne? Willkommen bei Peru Chaosbau, hochoffiziell hiermit eröffnet. Und wir werden jetzt mal den ein oder anderen Auftrag uns packen und versuchen durchzuziehen. Ich hoffe, Moment, ich muss immer mit der Steuerung klarkommen. Ich hoffe, das haut hin. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ne? Lasst gerne ein bisschen Liebe da. Nicht vergessen, wenn euch das Ganze gefällt, ein Like, Follow, ne? Gerne auch mal die Glocke läuten, dann verpasst ihr auch die nächsten Folgen nicht. Ich denke mal, Chaos wird hier Programm. So, Kampagne, nee danke, das haben wir schon durch. Da müssen jetzt meine Pfleger und Betreuer nacharbeiten. Wir trauen uns mal an die Aufträge. Wir nehmen jetzt erstmal, glaube ich, was Einfaches. Ne? Starterauftrag hier. Garagenanbau. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich alle Geräte dafür habe. Wahrscheinlich nicht. Werde ich mir wahrscheinlich Geräte leihen müssen oder keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. So. Bei den meisten Aufträgen kannst du ob der Auftragsumfang niedrig, mittel oder hoch sein soll. Okay. So, Arbeitsumfang, Mittel. Wir nehmen jetzt erstmal niedrig, ne, wegen den Nerven. Sicher ist sicher, ne? Wir steigern uns so langsam, ne? Wir steigern uns so langsam. So, empfohlene Baumaschine, Zugmaschine. Okay. Wandbau? Moment, stopp, hier geblieben. Hallo? So. Auftrag verfolgen. Ich stehe jetzt hier gerade so ein bisschen... Muss ich die jetzt erst einkaufen, die Fahrzeuge, oder wie? So, kaufe die Fertigwände bei der Fertigwandfabrik. Transportrahmen. Leute, warte mal. Da brauchen wir einen Schnelleinsatzkran. Junge, was brauchen wir denn alles hier? Das ist eine poplige Garage. Ich muss ja hier die halbe Stadt ein. Betonmischer? Ach du lieber Himmel. Okay, so. Ich stürze mich da jetzt einfach mal rein. Hab ich irgendwas hier? Hab ich irgendwas? Hallo? Mal aufmachen hier. Das muss ich mich jetzt mal hier umsehen. Ja, der zeigt hier alles raus. Aber ich muss ja erstmal... Fahrzeug, ich brauche ein Fahrzeug. Habe ich noch nichts hier oder wie? Gar nichts. Ich bin Fußgänger oder was? Miete eine Zugmaschine. So, jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich eine Zugmaschine miete. Habe ich irgendein Fahrzeug? Irgendeins. Oder muss ich jetzt als Fußgänger dahin siechen? So, jetzt warte mal. Fuhrpark. Pritschenwagen mit Kran. Na, das habe ich ja immerhin schon mal, ne? Das ist ja schon mal besser als nix hier.
ob ich das damit machen kann? Warte mal. Ja, ich bin hier komplett verstrahlt, ne? Das wird sich jetzt auch in den nächsten Folgen wahrscheinlich auch nicht bessern. Muss ich euch gleich vorwarnen. Okay, erstmal wenden hier. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass mein Aufenthalt in der stationären Einrichtung verlängert wird. Okay. Schauen wir mal, ob wir es mit dem Ding hier hinkriegen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er mich zu einer Vermietung führt oder zu dem Auftrag gleich. Also theoretisch müssten wir eine Zugmaschine und einen Materialaufleger mieten. Ich bin da ja völlig unbefleckt, also insofern, ich lasse das jetzt mal auf mich zukommen. So, bin ich mal gespannt, wo wir gleich landen hier. Na! Ich liebe die KI. Vor allem die abrupten Bremsmanöver, ne? Immer wieder schön. Immer wieder schön. Jung, komm aus dem Ufer. Das ist tatsächlich eine Autovermietung. Okay. Fahrzeughandel entdeckt. Das finde ich doch lieblich. So, jetzt muss ich nur mal sehen, wo ich hier reinkomme. Warte mal. Ihr kennt das wahrscheinlich alle schon. Ja, übrigens, wenn ihr das Ganze mal mehr oder weniger perfekt sehen wollt, nicht so stümperhaft wie bei mir, schaut gerne mal bei meinem lieben Kollegen Pat, dem Maulwurf, rein. Habe ich euch nochmal verlinkt. Der macht jedes Wochenende klasse Livestreams, auch mit Multiplayer. Ne, schaut da gerne mal rein. Wie gesagt, Link gibt es in der Videobeschreibung. Auch wenn ihr diesen kleinen charmanten Kanal unterstützen wollt, einfach mal reinschauen. Dankeschön. So, wir brauchen eine Zugmaschine. Moment. Zugmaschine. Den mieten wir mal. Und, ja, wo ist er denn jetzt? Habe ich ihn gemietet oder nicht? Hallo? Einmal um den Käse rum hier. Habe ich den jetzt gemietet? Ist er da oder nicht? Ich habe doch auf Mieten gedrückt, oder? Hallo? Nichts zu sehen. Kein Truck in Sicht. Kollegen, was ist denn hier los? Was ist denn mit euch verkehrt? Na gut, nochmal. Lieblingswort mit N, nochmal. So, also. Zugmaschine. Ja, jetzt sind wir den MAN mal. Ja. Sehr schön. Danke. So, dann brauchen wir jetzt noch, miete einen Materialaufleger. Okay. Materialaufleger, da haben wir einen. So, das müsste dann ja jetzt vor der Tür bereitstehen. Ich hoffe es inständig. So, wo ist denn jetzt der Bums? Da ist die Zugmaschine. Junge! Da hinten ist der Aufleger, okay. Kann sich nur um Stunden handeln hier, ne? So, zart mit Gefühl, ne? Wie wir es so kennen. Nicht gleich am Anfang alles kaputt machen hier, ne? So. Sehr schön. So.
Okay, dann als nächstes Materialtransport. Ich wechsle mal kurz die Kamera hier. Ich fahre lieber von innen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe da ein besseres Gefühl. Mein schöner Pritschenwagen. Ich komme bald wieder. Ganz alleine steht er da auf dem Hof. So, 2 Kilometer. Ja, schon ein bisschen Strecke hier, ne? Ich hoffe, die haben einen Verladekran da. Weil, wenn ich das richtig gesehen habe, müssen wir als erstes die Wände abholen. So, wir fahren ja natürlich hier schön vorschriftsmäßig. Ne, als Neuchef kann man sich hier keine großen Strafzettel leisten, ne? Ist klar. Ja, dunkelgrün, schnell noch rüber. So, wenigstens kriegt man hier den Bums vollgetankt. Das ist schon mal gut. Ja, komm jetzt aus der Hüfte hier. Kann doch nicht wahr sein. Hallo. Wir haben Termine. Drück das Pedal durch. Oh, kannst du auch nicht überholen. Ich weiß nicht, was da hinter dem Hügel ist. Oh, riecht mich das auf. Ja, jetzt nochmal bremsen. Pfosten. Kollege, das ist ein Gefahr hier. Er kann nicht abbiegen. Oh, ganz ruhig, Peru. Locker durch die Poren atmen, alles wird gut. Ja. Yes. Versicherung freut sich. Ich hoffe, ich habe Vollkasko. So, Kollege, willst du jetzt für alle Ewigkeiten da stehen bleiben? Oh Gott, oder hat er sich aufgelöst? Das könnte ich mir auch vorstellen, hier KI, ne? Einmal angebumst, aufgelöst, weg. Na gut. Ist ein guter Start, ne? Läuft. So, das dürfen wir abbiegen, wenn grün ist. Haben wir keine Handbremse oder sowas? Scheinbar nicht. So, fahr hin da. Hier, Sportwagen. Der kommt aber mit dem Hintern nicht um die Kurve, ne? Das sind die richtigen. Das ist richtig wie im richtigen Leben. Kennt ihr auch die Pappenheimer, ne? Riesenschleuder unter dem Hintern kommen aber nicht um eine Kurve rum, ne? Junge, Junge. Ich wollte jetzt Blinker drücken, aber sowas habe ich nicht. Na gut. Gut, ist ja kein Truck-Simulator, ne? Wäre aber trotzdem witzig gewesen. Wenn man hier so einen ausgiebigen Straßenverkehr schon unterwegs ist. Aber okay. Ich kann auch ohne leben. Boah, Junge, da brauchen wir schon die Hälfte der Folge für die Anfahrt, ne? Also ich habe jetzt schon das Gefühl, für den Carport, wenn das so weitergeht, wir haben ja noch nicht mal was geladen, werden wir 1-2 Folgen brauchen, glaube ich.
Ja, die Kreuzung so nah und doch so fern. Hier, komm, fahr. Freund der Sonne, mach keinen Scheiß. Komm, ich will noch mit rüber. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Das war so klar. Ich kassiere natürlich gleich ein hier, ne? Junge, Junge. So. Materialtransport. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier rein müssen. Ja, Junge! Ich krieg schon wieder Puls, ne? Ich muss wieder in die Maschine. Ich merke das schon. Jetzt werden uns da beide reingewämst. So, okay. Was, die Fertigwandfabrik? In Zukunft wohl dein zweites Zuhause. Zumindest wenn du dich auf den Hausbau konzentrierst. Okay, wir müssen jetzt erstmal rennen und die Wände kaufen. Ach du lieber Himmel. Ach du lieber Himmel. So. Tada! So. Hier erhältst du passende Fertigwandteile für deinen aktiven Auftrag. Okay, bla 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 bla. Okay. So, Garagenanbaudorf, ja. Paket laden. Wird mir das aufgeladen? Und jetzt? Hat er. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Hat er es tatsächlich schon aufgeladen? Ach ja, das finde ich doch nett. Das nenne ich Service mit Beladung. So, fahre auf dem Rückweg noch beim Baustoffhandel vorbei und besorge uns die restlichen, ja, was auch immer das ist, sein soll, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Irgendwas soll ich noch besorgen. Machen wir. Also Stadtverkehr ist gruselig, ne? Kann man nicht anders sagen. So, hier ist grün, nichts bewegt sich. Was ist los, Freunde? Wo kein Schnee liegt? Der ist auch noch mal 2 Kilometer weg. Leute, ihr wollt mich doch hier fertig machen, oder? Und wir müssen den ganzen Bims ja auch noch abladen. Davon jetzt mal abgesehen. Also 3 Bauabschnitte sollen es sein. Ich bin sehr gespannt. Noch mache ich den ganzen Bims hier alleine. Wenn ich mal groß bin, dann spiele ich mal zusammen mit dem Pad. Hihi. Na komm. Hops. Hops, hops, hops. Auf geht's. Wo kein Schnee liegt. Junge, Junge, Junge. Das wärst du ja bekloppt bei, ne? Ja! Das war noch gelb! Nee! Kannst du dir nicht ausdenken? Kannst du dir nicht ausdenken? Der zweite Zettel hier schon. So, jetzt brauchen wir noch Baumaterialien. Okay. Ja, ich habe ja schon gesehen, auf der Ladefläche haben wir noch ein bisschen Platz. Vielleicht sind die auch so freundlich, aber auch so einen guten Service. Verladen das auch gleich für mich. Dass wir so schnell wie möglich zu unserer Baustelle kommen, dass wir mal anfangen können zu bauen. Wir sind noch nicht mal am Bauen hier. Bis jetzt fahren wir nur durch die Gegend. Was sind das für Geräusche hier im Hintergrund? Das macht mich immer unsicher. Boah! Ja! Ah. Im Ernst? Der durchsichtige LKW.
der sich auflöst. Ja gut, dann bleiben wir hier von da bestehen. Gibt's hier keine Feststellbremse? Schreibt mir mal bitte in den Chat oder in die Kommentare. So bei Gefälle oder so ist das ja nicht so toll. So ganz ohne Parkbremse oder Handbremse. Junge, Junge, nix für schwache Nerven. Aber das war eben cool, habt ihr das gesehen? Das Schatten vom Flugzeug. Ist hier ein Flughafen in der Nähe? Also ich habe keinen Bock, noch mehr Kohle loszuwerden. Ich bin momentan nur am Investieren und Strafzettel zahlen. Ist keine gute Geschäftsidee. Oh, echt? Der krückt mit 30. Mit 30 krückt er hier durch die Gegend. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann das nicht. Es tut mir leid, ich kann das nicht. So, was macht ihr da? Genau dieselbe Schleichnummer. Was ist denn los in dieser Stadt, sag mal? Es sind immer noch 700, 800 endlose Meter. So, jetzt kommt wieder Spontanbremsung hier. Hat man auch bei mir gerade gehört. Jong, 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 jong. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und wieder rot. Und wieder ein Kollege, der nicht vorfahren kann, ne? Das gibt es nicht. Guck mal, wie romantisch die Blätter hier fallen im Herbst. So, 280 Meter. So, dann sind wir erst am Baumarkt. Jetzt sind wir doch bestimmt gut schon eine halbe Stunde unterwegs. Wir haben noch nichts geschafft hier. Und er kommt hier gar nicht aus dem Quark. So, 20 Minuten, habe ich gerade geschaut, sind wir schon unterwegs hier. Noch nix gebaut, keinen einzigen Handschlag. Aber ich glaube, die Peru-Chaosbau wird ihren Namen alle Ehre machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kenne mich und ihr kennt mich, Freunde. Oh, bitte, Leute, ihr dürft schon ein bisschen fahren. Oh, und noch eine rote Ampel. Ich gehe kaputt. Ey, wenn das so weitergeht, dann sind wir am Ende der Folge das erste Mal an der Baustelle angelangt, Leute. Also wenn das so weitergeht, muss ich hier Zeitraffer-Elemente einbauen. Jetzt ohne Scheiß. So. So, im Händlermenü werden alle benötigten Materialien farblich gekennzeichnet, die du für deinen aktiven Auftrag benötigst. Okay. Übrigens hier natürlich unsere Klamotten in den Kanalfarben, ne? Wie sich das gehört. So. Hm. Farblich gekennzeichnet. Da haben wir doch schon mal das Deckenelement. Das brauchen wir. Jawohl. Noch was? Was? Bewährungsgitter? Ich kenne nur Bewährungshilfe. Okay. Noch was? Nee, das war's. Und jetzt zur Kasse. Warte. So. Automatisch beladen. Ja, geh mal weg da. Automatisch beladen, finde ich gut. Spart uns ein bisschen Zeit. Wir haben doch keine Zeit. So, fertig, Wende liefern. Junge, Junge. Kannst du ja pulsen so ein bisschen hier, ne? So. Ich hoffe, dass wir jetzt zum ersten Mal tatsächlich auch
zu unserer Baustelle kommen, dass mal so ein bisschen was geht hier. Kannst du dir ja nicht ausdenken. So, links abbiegen, jawohl, machen wir. Dürfte jetzt nicht allzu weit sein, Gott sei Dank. Junge, Junge. Alles Nervensache hier. So, wo ist jetzt? Da ist das Haus, oder? Warte mal. Muss ich hier rauf? Ja, ich glaube, ja. Was? Zu Platzieren der Baumaterialien kannst du einen Kran verwenden. Kräne dürfen nur auf Kranplätzen. So. Was ist der Kranplatz? So, Moment. Ich glaube, ich stehe auf dem... Nee, der Kranplatz ist da drüben. Bewege dich auf der Baustelle neben den Kranplatz und halte das Dreieck, um das Kranmenü zu öffnen. Ja, super. Ja, ich stehe da ein bisschen ungünstig. Tut mir leid, meine Damen und Herren. Ne? Das kann sich noch ein paar Stunden handeln. Ah, die muss ich doch auch erstmal mieten, oder? So. Schnelleinsatzkran. Ich glaube, das sollte reichen, oder? So. Ein Traum. Ein Traum. Make the dream come true. Juhu, wir dürfen endlich arbeiten. Wir dürfen endlich anfangen. Es ist nicht zu fassen. Ich habe fast ein Tränchen im Knopfloch hier. Fantastisch, dass ich das in meinem hohen Alter noch erleben darf, ne? Unglaublich. Was natürlich ärgerlich ist, dass ich jetzt noch so viele Kosten habe. Durch die Mietkosten natürlich, ne? Ist klar. Aber die Kohle haben wir noch nicht hier für eigene Fahrzeuge. Hallo? So. Kann ein bisschen dauern, Freunde. Ich muss mich nur so ein bisschen anfreunden hier mit der Kransteuerung. Falls man von Anfreunden reden kann. Okay. Eigentlich müsste ich doch genau drauf sein, oder? Hallo? Ah, jetzt. Okay. Up, up and away. Ja, wir halten den Verkehr hier ein bisschen auf, ne? Das ist schade, aber nicht vermeidbar. So, wo soll denn der BIMS jetzt eigentlich hin? Das ist nämlich die nächste Frage jetzt. Ich sehe hier keine Markierung für die... Nee, das... Ach so, hier, das sind die da hinten. Warte mal. Da, oder? Nicht? Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Moment. Oder sollen die da hin? Nee. Nö. Ich bin verwirrt. Ah, ich stehe wahrscheinlich genau auf dem Platz, wo die Paletten hin sollen. Ich sehe das schon. Warte mal. Sehen wir mal ein bisschen mogeln können, dass wir sie ein bisschen weiter hinten abstellen.
Warte mal. Okay. Alles nicht so leicht, alles nicht so leicht. So. Echt? Was? Absetzen ist nicht möglich, dass sich etwas im Weg befindet. Ja. Der hat sich jetzt nicht ausgependelt, deshalb ist natürlich... Warte mal. So, ein bisschen mal... Warte. Hat er doch abgesetzt, was will er denn? Vogel. So, jetzt warte mal. Ich komme gerade, kennt ihr diese Spielautomaten mit den Greifarmen? So komme ich mir gerade vor hier, Freunde. Genauso. So, das dürfte dann tatsächlich... Da, das sind die Baumaterialien hier, die Markierung. Okay. Boah, das schwingt, das schwingt, das schwingt. Na? Ja, das könnte schon eher... Warte mal. Okay. Ich glaube, wir müssen nachher den Truck doch noch wegfahren, weil hier die Paletten da will er so nicht stehen lassen. Darum kümmern wir uns aber gleich. Oh, jetzt hier die Laterne ist natürlich doof. Naja, gut, geht gerade. Geht gerade eben. So, jetzt warte mal. Ich habe hier völlig die Kontrolle verloren. So. Ja, ich muss dringend den Truck hier gleich wegfahren. Hilft nichts. Ja. Bisschen mehr. Gib ihm. Sehr schön. So, platziere den Transportrahmen im markierten Bereich. Moment, das ist doch unser Ding hier, oder nicht? Warte mal. Mach mal ruck hier den Haken. Da war ich zu schnell. Ne? Ich habe das fehlinterpretiert hier. Na, ich lerne ja noch, ne? Ich hätte erst eigentlich überhaupt die Baumaterialien absetzen sollten und dann erst den Transportraum. Ja, habe ich falsch verstanden. So ist das. Alter, welcher Dödel hört denn da Techno im Hintergrund? Das hört doch keine Sau mehr. Entschuldigung. Ah! Gerade eben fast gehabt. Jetzt! Junge, wird schon dunkel, ne? Wenn der Papa hier mal das erste Mal an der Baustelle ist, da läuft nichts, ne? Da müsst ihr durch. Vor allem, da schwingt das ein Teil, ne? Jetzt fast gesagt hier, du musst ja jugendfrei bleiben. So.
Okay, abwärts. Er ist irgendwie hier noch nicht so wirklich zufrieden, scheinbar. Warte mal. Warum? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Muss ich den genauer positionieren? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir steigen nochmal ein hier. Hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Es hilft kein Jammern und kein Lamentieren. Wieso habe ich immer noch das Gefühl, dass ich auf dem falschen Feld bin? Ich park mal den Truck um. Wir müssen hier mal Platz machen, es hilft ja nichts. So, jetzt müsste alles gut sein, der Verkehr rollt auch wieder. So, und wieder rein in die Kiste. Das artet ja in Arbeit aus hier. Weil witzigerweise. Nee, das war schon, die Markierung ist richtig. Guck mal, das ist der Anhänger. Das ist der Transportrahmen. Das ist völlig in Ordnung. So, kann mir jetzt irgendjemand sagen, was hier für mich passt? Leute, ich begreife es nicht, ich ralle es nicht. Wieso platziert er die nicht? Ja, ist diese Laterne im Weg. Guck mal, das ist witzig. Er zeigt uns an, dass wir da das Ding da ab. Moment. Legen wir. Moment, Moment, Moment. Warte mal. Moment, Moment, Moment. Ich habe da einen Verdacht. Warte mal. Mal sehen, ob ich da recht habe. Moment. So. Muss ich das eventuell jetzt nochmal neu anheben und dann rüber platzieren? Schauen wir mal. Mal sehen, ob meine Theorie stimmt hier. Aber er zeigt keine Markierung, ne? Nix. Vor allen Dingen 14 Meter? Wieso 14 Meter? Ich verstehe das nicht. Ich bin zu doof. Das verändert sich auch nicht. Oder muss ich etwas mit dem Rahmen machen, bevor ich ihn wieder bewege? Ich weiß es nicht.
So, jetzt ziehen wir das Ding nochmal jetzt hier hoch. Legen es hier nochmal ab und dann gucke ich mir den Rahmen nochmal genau an hier. Ja, super. Jetzt ist schon die erste Miete für die Baugeräte fällig geworden. Bis jetzt sehe ich da nur ein flottes Minus. Keine Punkte. Muss ich den eventuell aufmachen oder sichern oder... Ah! Transportrahmen entsichern. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Das ist jetzt das Einzige, was mir jetzt noch eingefallen wäre. Ich sehe das schon. Ich verliere meine ganze Kohle hier an die Miete, weil ich so lange brauche für den Scheiß hier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah! Jetzt nehmen wir einzelne Teile raus. Haut aber auch nicht hin. Es haut nicht hin. Ich bin echt fast schon am Überlegen, ob wir den Auftrag nochmal neu starten, weil das ist... Warte mal. Nee, ich glaube, es geht nicht, ja, oder? Warte mal, Job. Ja, außer Spesen nichts gewesen. Also das ist... Boah. Transportrahmen zurückgeben. Hä? Verstehe ich nicht. Egal. So, da hinten steht unser Truck. Ganz ehrlich, Freunde, erschließt sich mir nicht. Überhaupt nicht. So, Moment. Das macht mich jetzt fertig. Der geht genau da wieder rein. Oh. Nee, Kinder. So, pass auf. Meine therapeutischen Sitzungen werden wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, wie das aussieht. Wir machen mal einen Break an dieser Stelle. Ich muss mal sehen, was da falsch gelaufen ist. Wir werden definitiv an dieser Stelle, ich hoffe, ich kriege das genauso wieder hin, beim nächsten Mal weitermachen. Zeit ist ja sowieso schon weiter fortgeschritten, als ich dachte wieder. Ist jetzt also nicht ganz so wild. Leute, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt, ne, von dem ganzen Wahnsinn hier mit Peru-Chaos-Bau, dann lasst gerne ein Like, Follow da, ne, Glocke läuten, ihr kennt das Programm. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Metal-Leute, abonniert alle Peru Plays von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschü tschü.